Hallo zusammen, ich bin Exen aus der Schweiz, bin 33 Jahre alt und ich habe mich auf Rat von guten Freunden für die HLC entschieden. Ja, wir hatten jetzt gerade unsere Planung hinter uns. Mir geht es vor allem um die Geheimratsecken hier und hauptsächlich hier vorne ein bisschen die Verdichtung. Bis anhin war eigentlich alles top. Professionell. Der Chefarzt hat sich hier auch sehr Mühe gegeben. Also er wollte nicht irgendwie quantitative Arbeit schnell rüberbringen, sondern hat sich wirklich Zeit gelassen, sich ja, dementsprechend bei mir erkundigt. Ich habe mich für eine konservative Hairline entschieden und das aufgrund, dass wir im Falle einer weiteren Haartransplantation später noch genügend Spenderhaare haben. Und dementsprechend habe ich mich für diese Variante jetzt entschieden. Also die Operation, die führt wirklich halt ein Arzt aus und nicht irgendwelche Hilfskräfte oder Assistenten. Ich habe viele Kliniken schon abgecheckt, beziehungsweise habe auch viele Kollegen, die in anderen Kliniken waren, hauptsächlich in Istanbul. Und ja, die Hälfte von denen sind wirklich nicht zufrieden, weil es halt im Endeffekt, wie gesagt, doch sehr unnatürlich aussieht. Und die Verdichtung der Haare ist auch nicht optimal, beziehungsweise wie sie sich das gewünscht haben. Dementsprechend ist am Schluss für mich die Auswahl auch sehr schnell ja, auf die HLC ausgefallen. Und da wird wirklich Graft für Graft von Hand manuell halt entnommen, dann wieder an der jeweiligen Stelle eingesetzt. Und das war für mich ein weiterer Punkt. Aber wie gesagt, der wichtigste Punkt vor allem für mich, dass hauptsächlich ein Arzt an diesem Harntransplantation rangeht und nicht irgendwelches Hilfspersonal oder irgendein Assistent. Gut, also gestern hatte ich meine ersten 1700 Grafts, die sie mir entnommen haben, auch dann Nachmittag gleich reintransplantiert haben. Meine Erfahrungen waren bis hierhin heute eigentlich sehr positiv. Und nach dem Mittagessen geht es dann mit dem Resten von der Session, also halt hauptsächlich von hier vorne, weiter. Die werden dann nochmals 1300 Grafts halt reinmachen. Und morgen wird es voraussichtlich dann sicher noch eine Kontrolle geben, dass ich dann wahrscheinlich übermorgen halt komplett fertig bin. Was auch noch erwähnenswert ist, auf dem Flug von Zürich nach Ankara habe ich noch einen weiteren Patienten angetroffen, der auch hier bei der HLC-Klinik eine Haartransplantation macht und was mich auch dann halt eben noch sehr verwundert hat, der macht auch eine Nasen-OP, also sprich eine Nasenkorrektur. Die bieten das hier auch an, sehr professionell natürlich, genau gleich wie die, also den gleichen Standard wie sie die Haartransplantationen halt machen, hoch ausgebildeten professionellen Ärzten. Ich dachte in erster Linie, dachte ich, dass er seine Freundin einfach so als Begleitperson hat. Dies war aber nicht so, weil gerade gegenüber von diesem Gebäude von der Haartransplantation-Klinik hat es nochmal eine HLC-Klinik. Die ist einfach spezialisiert auf Botox, wie gesagt, auf Nasenkorrekturen, ja, Lippenkorrekturen und Laser und so weiter. Halt das sämtliche komplette Beauty-Package. Auch das anhand von den Resultaten von diesem Patient und seiner Freundin, also hatte ich eigentlich auch sehr einen guten Eindruck. Das hat mich schon noch erstaunt, dass die wirklich hier das komplette Package anbieten. Vielleicht für die weiblichen Personen interessant zur Information zu wissen ist, hier gibt es auch Brustvergrößerungen, Lippenvergrößerungen und was in Zukunft auch vermehrt dann noch kommen wird, ist die Zähne machen. Also sprich komplette ja,
neue Zähne machen. Also das ist schon, wie gesagt, das gesamte Package von A bis Z wird hier betrieben. Und das alles, wie gesagt, ich muss das wirklich nochmal betonen und wiederholen, alles in einem Schweizer Standardformat. Also ich war auch schon bei 2, 3 Haartransplantateuren in der Schweiz und muss Ihnen ehrlich und offen und ehrlich gestehen, dass es nicht in geringster Weise hier einen Unterschied gibt. Also es ist wirklich durch das, dass der Owner, der Besitzer auch von der Schweiz ist, ein Schweizer ist, ist das hier einfach alles so top aufgestellt. Genau gleich für die, die Bedenken haben. Ja, vielleicht ist das auch noch gut zu wissen. Gut.